My name is Marvin Benno and I am emceeing, hosting the workshops. Und wir starten trotzdem. Mein Name ist Marvin und ich hoste die Workshops of Awakening. And I want to tell you guys that we have a fantastic treat for today. Und ich möchte euch einmal sagen, dass wir ein richtiges Schmankerl haben heute. We will have Johannes Hartl speaking today. Johannes Hartl wird jetzt den Workshop machen. So I want you all to give a good hand to Johannes. Also einen großen Applaus an Johannes. So schön, euch alle zu sehen. It's so good to see you all. Darf ich kurz fragen, wer von wessen Muttersprache ist Deutsch oder Österreich? Whose mother tongue is German or Austrian? Alles klar. Okay. Dann weiß ich, wer bei welchen Witzen lachen wird. So I know who's gonna laugh at whose jokes. Diese interkulturellen Sachen sind voller Missverständnisse. Because these intercultural things are full of misunderstandings. Ich komme gerade aus der Schweiz und muss mal ganz vorsichtig sein bei manchen Themen. I'm actually from Switzerland and you've got to be really careful with some topics. Ich habe mich total gefreut, dass Ben mich gebeten hat, über das Thema Schönheit und Kreativität zu sprechen. I was so happy when Ben asked me to talk about the topic of beauty and creativity here. Weil eigentlich bin ich ein Gebetsmensch. Because I'm actually a prayer guy. Also ich habe ein Gebetshaus gegründet mit meiner Frau. And together with my wife, I set up a house of prayer. So sieht es aus. And that's what it looks like. Ein paar Gebetshausleute sind sogar da. And there's a few of our guys here from the house of prayer. Könnt ihr mal jubeln oder winken? Can you kind of wave and shout? Wenn ihr so ganz vergeistigt aussehende Gestalten seht. Those who look particularly holy. So, und kannst du dich fragen, was hat das mit Schönheit zu tun? And you might ask yourself, what does all of this have to do with beauty? Einfache Antwort, alles. And easy answer, everything has to do with it. Für die von euch, die sich unter dem Gebetshaus nichts vorstellen können, ich zeige ein paar Bilder erst noch. Those of you who have no idea what our house of prayer is, here's a few images. Also von außen sieht es halt aus wie, keine Ahnung, könnte auch ein Café oder irgendwas sein. From the outside, it could be basically any old cafe. Innen drin haben wir einen Raum, in dem wir beten, deswegen Gebetshaus. But inside there is a room where we pray, that's why we call it house of prayer. Und manchmal kommen da ganz, also relativ viele Leute, es sind 100 drin oder so. And sometimes a lot of people show up, 100 or more. Manchmal nur 5. Sometimes just 5. Aber das Besondere ist, wir hören nie auf. But the thing is, we never stop. Die letzten 8 Jahre, fast 8 Jahre, haben wir nicht aufgehört zu beten. For the last about eight years, we haven't ceased praying. 365 Tage im Jahr. 365 days a year. 24 Stunden am Tag. 24 hours a day. Und manchmal fragen mich Leute, warum um alles in der Welt tut ihr das? And sometimes people ask me, why on earth are you doing that? Das ist richtig aufwendig, das zu tun. It's actually quite a hassle. Und die ganz frommen Christen sagen dann, okay, ihr betet seit 8 Jahren, ist jetzt schon die große Erweckung ausgebrochen? And the particularly holy Christians ask me, okay, you've been praying for 8 years, have you seen revival in Augsburg yet? Und manche, also wir haben wunderbare Sachen gesehen. And we've seen wonderful things. Und wir sagen ihnen dann, oder ich sage manchmal, wir machen es gar nicht für die Erweckung. And I tell people, you know, we're not doing it for revival. Und dann sind Leute so, okay, warum dann? Why are you doing it then? Und die einfache Antwort ist, weil Jesus schön ist. And the simple answer is because Jesus is beautiful. Und wenn etwas schön ist, and bist du hingezogen. Beautiful, you're drawn to it. Und so seht ihr die Verbindung zum Thema Gebet und Schönheit. And that's the connection between prayer and beauty. Tatsächlich haben wir unser Gebetshaus auch schön gebaut. We actually made our house of prayer beautiful. Ich könnte jetzt eine Person hier im Raum very embarrassed machen. I could embarrass one of the people here in the room now. Weil unsere Architektin hier im Raum ist. Because our architect is actually here today. Aber wir haben unser Gebetshaus bewusst schön gebaut. But we built it beautiful by intention. Das ist eine Kapelle zum Beispiel, die wir gebaut haben. There's a chapel that we built. Also es ist ein schönes Ding. It's a beautiful thing. Als wir angefangen haben, war es noch nicht so schön. But when we started, we didn't start off beautiful. Das war unser erster Gebetsraum. That was our first prayer room. 4 Leute. 4 people. 4 Stunden pro Tag. 4 hours a day. Niemand wusste darum. And nobody knew about it. Und ich hätte nie gedacht, dass das wachsen würde. And I never thought it was gonna grow. Und dann hatten wir auf einmal eine Konferenz und es kamen 100 Leute. And we did a conference and suddenly 100 people showed up. Und wir waren überwältigt. We were overwhelmed. Einfach nur eine Gebetskonferenz, 100 Leute. A prayer conference and 100 people showed up. Paar Jahre später sah unsere kleine Gebetskonferenz so aus. Our little prayer conference looked like that. Und dann sah sie so aus. And then they looked like this. Da hatten jetzt 11.000 Leute letztes Jahr. That was 11.000 people last time. Und ich möchte euch ein Bild zeigen, das mir besonders gut gefällt. And I want to show you one image that I really like. Das hier. This one. Wer von euch kennt die Tagesschau? Who of you knows the German TV show, the Tagesschau? In Österreich wäre das
In Austria it would be Tip 2. So, und die haben einen 6-minütigen Bericht über unsere Konferenz gemacht. And this TV show did a 6-minute bit on our conference. Und die hatten dieses Bild im Hintergrund. And that was the image they took as a background image und for the thing. Jetzt, wenn die Medien über sowas berichten, können sie ja in allerlei Weise berichten. And when the media reports on stuff like this, they can do that from various different angles. Wir waren erstaunt, dass es ein positiver Bericht war. And we were so surprised that it was a positive thing. Und der Titel von der Konferenz war Holy Fascination. And the title of the conference was Holy Fascination. Und in der Tagesschau hatten sie das oben drüber geschrieben. And in that TV show, it was that image, and it said Holy Fascination on top. 10.000 Christen feiern Gott oder irgendwie sowas. It said something like 10,000 Christians celebrate God. Und mich hat so berührt, dass sie diesen Titel Holy Fascination übernommen haben. And I was so touched that they actually put Holy Fascination on top there. Die hätten ja auch sagen können, verrücktes Fundamentalistentreffen trifft sich. And they could have said, you know, crazy fundamentalists meet together. Aber irgendwas war mit diesem Wort Faszination, was sie offensichtlich fasziniert hat. But something about the word fascination fascinated them. Oh, wären wir Christen doch nicht in erster Linie bekannt für das, wogegen wir sind? Oh, we as Christians weren't only primarily known for what we are against. Sondern für das, wovon wir fasziniert sind. But for what we're fascinated by. Denn das, wovon du fasziniert wirst, wird immer ausstrahlen. What you're fascinated by, you radiate. Und Leute werden es spüren. And people will feel that. Und werden sich angezogen fühlen. And will feel drawn to it. Letzte lustige Geschichte über diese Konferenz und dann springen wir wirklich ins Thema. Last funny story about this conference and then we'll get right into it. Das war jetzt vor 2 Jahren. That was 2 years ago. Und wir webstreamen diese Konferenz. And we do live stream for the conference. Und am Freitagnachmittag, 2. Tag von der Konferenz. And on Friday afternoon, 2nd day of the conference. Hatten wir auf einmal ganz viele negative Kommentare in unserem Chat. We suddenly had so many negative comments under our live stream in the chat. Also nicht nur ein bisschen negativ, sondern sowas wie, wir hassen euch. Not a bit negative, but like full on hatred. Und sowas wie, wir lieben Satan. We hate you, we love Satan, stuff like that. Und richtig viele. And a lot of them. Und ich habe mir gedacht, warum schauen sich Atheisten eigentlich unseren Webstream an? And I thought to myself, why on earth would atheists even watch our live stream? Oder Satanisten. Or Satanists, for that matter. Und dann haben wir gemerkt, dass wir mit diesem Webstream Nummer 2 der YouTube Charts war. And suddenly we realized we are in YouTube recommended number 2 on the charts. Und wenn du eine hohe Chartposition hast in YouTube, dann empfiehlt dir ein Algorithmus irgendwelche passenden Videos. And the thing is, when you're that high up in the charts, an algorithm recommends your video to a lot of people. Jetzt weiß ich nicht, was der Atheist auf YouTube oder der Satanist auf YouTube gesucht hat, dass er uns empfohlen bekommen hat. I don't know what the Satanist looked for on YouTube for to find us. In the tutorial die opfer ich eine Katze oder keine Ahnung. Tutorial, how do I offer my cat to, you know. Und dann, also, YouTube sagt vielleicht, ah, Religion, alles klar, könnte passen. And then YouTube maybe thinks, okay, religion, we'll put in there. Aber ich stelle mir den Atheisten vor, der sucht sich irgendein Atheisten-Video. He's looking for some kind of atheist content. Und stattdessen sieht er uns, wie wir Jesus anbeten. And then he sees that how we praise Jesus. Und er ärgert sich so, dass er einen negativen Kommentar schreibt. And he's so angry that he comments in like a negative comment. Wir haben es total gefeiert. We so celebrated that. Ja, die Welt soll sehen, wofür wir brennen. The world really needs to see what our hearts burn for. Und das hat tatsächlich was mit Schönheit zu tun, ihr Lieben. And it is about beauty. Christen aller Zeiten haben mit den schönsten Mitteln ihrer Zeit versucht, Gott auszudrücken. Through the ages, Christians have used their most beautiful materials and gifts to just express the beauty of God. Vor 50 Jahren haben sie aufgehört damit. But about 50 years ago, they stopped. Und seither machen wir es möglichst billig. And since then, we're doing it on the cheap. Ihr seid freiwillig hier im Workshop? So you're voluntarily here in this workshop? Ihr könnt auch rauslaufen, aber ich werde ein paar gemeine Sachen sagen. You can run out, but I might say a few mean things. Weil mich vieles an unserer christlichen Kultur echt nervt. Because a lot, some things about our Christian culture, they really get on my nerves. Für mich persönlich, meine erste Berührung mit Gott hatte mit Schönheit zu tun. For me personally, my first contact with God had to do with beauty. Als ich ein Teenager war, ich wollte nicht ohne Gott leben. When I was a teenager, I didn't want to live without God. Aber alles, was ich mit Kirche in Verbindung brachte, war halt einfach endlos langweilig. But everything I knew or I had to do with church was just so boring.
aber ich hatte ein Herz, irgendwas Tolles zu sehen und zu erleben. But I had this heart that just wanted to see something big, experience something. Ich war etwa 14, da hatte ich folgenden Gedanken. I was about 14 and I had the following thought. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne in meiner Stadt eine riesige Wand voll sprayen mit irgendeiner großen Botschaft. And I thought, in my hometown, I would like to just spray paint a huge wall with a cool message. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? And you know what I realized? Ich wüsste nicht, was ich schreiben sollte. I didn't know what I would have wrote on there. Ich hatte keine Botschaft. I didn't have a message. Und so sind die meisten jungen Leute. And that's what most young people are like. Sie wollen sich ausdrücken. They want to express themselves. Aber sie haben nicht wirklich eine Botschaft. But they don't actually have a message. Wir haben eine Botschaft. We do. Aber wir drücken sie nicht aus. But we don't express it. Oder wenn dann auf überhaupt nicht faszinierende und schöne Weise. Or if we do, it's neither fascinating nor impressive. Lasst mich über eine Revolution der Schönheit sprechen. Let me talk about a revolution of beauty. Und wir haben extra kleines Papier gewählt. And we use specifically tiny paper. Ja, das hier, weil oft ist das Kleinste auch das Schönste. Because sometimes it's smallest things are the most beautiful. Didaktik ist wichtig. You know, didactics. So, Revolution of Beauty, Revolution der Schönheit. Revolution of Beauty. Alles beginnt. Everything starts. Mit der Frage, wie Gott ist. With the question, what is God like? Wie dein Gott ist, so wird deine Welt aussehen. The way you imagine your God, that's how you will see your world. Ja, und so viele Christen sind so traurig, weil ihr Gott so traurig ist. So many Christians are so sad because their God is so sad. So, lass uns schauen, wie Gott ist. So let us see what God is like. Wie können wir denn rausfinden, wie Gott ist? And how can we find out about that? Ja, wenn einer 10 Bücher geschrieben hat, weißt du was über den Autor? If somebody's written 10 books, you know something about the author. Also lass uns anschauen, was Gott so gemacht hat bis jetzt. So let's look at what God has done so far. Zum Beispiel Landschaften. For example, landscapes. Darf ich immer fragen, welche Landschaft ist am schönsten? What kind of landscape is the most beautiful? Jetzt frage ich euch mal, was meint ihr, wo könnte das sein? Where could that be? Griechenland? Greece? No. Das ist, nee. Wien? Na, nicht, nee. It's not Vienna either. Ja, sehr gut, genau, Nordirland ist das. Northern Ireland. Ist das schöner oder das? Is that more beautiful or this? Jetzt kann man sagen, okay, Berge und Meer ist natürlich immer schön. But the sea and mountains, that's really beautiful. Aber weißt du was? Wüste kann auch schön sein. But do you know the desert can be beautiful? Schau mal das an. Look at that. Ganz schön schön. It's pretty, pretty. Und nächste Frage. Next Wo ist question. Denn das Meer am schönsten? Where is the sea the most beautiful? Wien? Österreich? Ja? Nee? Not Austria, not quite. Schau mal. Das Meer ist schön, wenn du drin schwimmst. See, the sea is beautiful when you swim in it. Wenn du drin tauchst, ist es abgefahren. Diving, it's amazing. Vor ein paar Jahren, ich erzähle euch nicht die Geschichte, die ist zu verrückt. A few years ago, I won't tell you the story, it's too crazy. Aber da war ich an dem Ort. I was actually in that very place. Ziemlich schön. It's really beautiful. Aber weißt du was? Es ist nicht nur im Süden, dass das Meer schön ist. But you know, it's not just in the southern hemisphere that the sea is beautiful. Das ist in Island und es ist ziemlich schön. This is Iceland and this is really beautiful. Und wenn du über Pflanzen nachdenkst. Think about plants. Welche Blume ist denn die schönste? What flower is the most beautiful one? Ist die schöner oder die? This one or that one? Nochmal zurück. Let's go back. Welche ist schöner? Which one is more beautiful? Oder ich frag mal anders. Maybe let me ask it differently. Hast du je eine hässliche Blume gesehen? Have you ever seen an ugly flower? Hast du je einen hässlichen Sonnenuntergang gesehen? Have you ever seen an ugly sunset? Sagst du, also der Sonnenuntergang ist heute so. So like, oh, that sunset, oh man, that's sowas von ordinär, Herr. It's just so ordinary, isn't it? Sowas von schier. It's so unsightly. Sonnenuntergänge sind irgendwie immer schön. Sunsets are always beautiful. Und es gibt die Biologen, die sagen wegen meiner, ja, die Blume, die ist halt schön. And those biologists say, okay, the flower is beautiful because... Ja, ihr wart im Biologieunterricht, ne? You know, biology in school. Biene und Blüte. The flower and the plant. Biologen sagen, es ist nur schön, weil dass die halt sich treffen. And it's... Biologists think it's beautiful when the bee and the flower meet. Ja, weißt du... Die Welt ist auch an den Stellen schön, wo sie überhaupt nichts mit Biologie zu tun hat. But you know, the world is beautiful even in those parts where biology doesn't have anything to do with it. Wenn du im Hubble Space Telescope irgendwo in die Andromeda Galaxie with the Hubble's telescope and you look out into the Andromeda Galaxy. Das sieht halt irgendwie so aus.
And then that's what it looks like. Das ist ein Bild von der NASA. And that's a picture, an image of NASA. Du kannst denken, da oben ist doch nur irgendwie graues Geröll. And you could maybe think up there is just, you know, a big dump and it's grey and nothing. Da kommt nie eine Biene vorbei. No bee will ever get there. Keine Blume, nix. No flowers, nothing. Schau mal, da oben sieht so aus. That's what it looks like up there. So unfassbar. It's amazing. Weißt du, was mir aufgefallen ist? And you know what I realized? Alles, was Gott macht, ist schön. Everything that God does is beautiful. Das ist schon der Hammer. It's incredible. Es ist wahnsinnig schwer in der Natur was zu finden, was nicht schön ist. It is really hard to find something in nature that's not beautiful. Es gibt ein paar Fische, die sehen sehr eigenartig aus. Okay, a few fish might look a bit weird. Insekten. Some insects maybe. Aber sieht sich durch wie ein roter Faden. It's like that red thread going through it all. Und der Punkt ist ja, wenn du in der Natur was siehst, was nicht schön ist. And you know, when you see something in nature that's not beautiful. Dann hat's wahrscheinlich gar nicht Gott gemacht. Then maybe God didn't even create it. Sondern ein Mensch. But a human. Also weißt du, im Wald, du bist irgendwo eine schöne Waldlichtung. You know, you've got this forest, and then you've got this little area in the forest where the sun comes in. Und dann sind so in Beton-Trafostation. And then suddenly you've got this big electrical building where just electricity runs through. Frage, was von beiden hat Gott gemacht? You know, what did God actually create? Ja, das Schöne, nämlich the beautiful, the forest. Also wenn Gott was erschafft, sieht so aus. So when God creates something, that's what it looks like. Wenn Menschen es erschaffen. When humans create stuff. Kommt noch mal so. Sowas raus. This could happen. Was von beiden ist von Gott? What is of God? Also, ihr wisst es, aber ich schreibe es trotzdem mal hin. You know it, but I'll write it down. Gott ist Künstler. God is an artist. Bevor Gott sich in der Bibel vorstellt als Vater, and even before God introduces himself as a father, als Liebe, as love, als dreifaltig, as a trinity, als Retter, as savior, ist ein Schöpfer. He's a creator. Und zwar einer, der nicht nur irgendwas macht, sondern er macht es, dass es sehr gut ist. Not just any creator, but he does it very well. Wenn Gott das erschafft, sieht eine Spiralgalaxie auch mal so aus. This is what a spiral galaxy could look like if God creates it. Gott ist Künstler. God is an artist. Und tatsächlich lesen wir in Genesis natürlich auch. And in Genesis we actually read. Dass Adam und Eva im Abbild Gottes erschaffen sind. That Adam and Eve were created in the image of God. Menschen sind kreativ. People are creative. Bis es jemand ihnen austreibt. Until somebody casts it out of them. Wenn du ein Kind siehst, ein Kind ist kreativ. When you look at a child is inwardly creative. Kinder singen. They sing. Kinder tanzen. They dance. Bis jemand zu ihnen sagt, du kannst nicht singen. Until somebody tells them you can't sing. Bis jemand sagt, was ist denn das für ein Bild? Das sieht aber nicht schön aus. Until somebody tells them what kind of a painting is that? That's not nice. Wir haben ganze Institutionen, die darauf spezialisiert sind, die Kreativität von jungen Leuten zu töten. We have entire institutions specialized on killing any creativity that would come up in a young person. Wir nennen die Schule. We call them schools. Aber im Menschen ist was drin, was kreativ sein möchte. But within a human being there is something that wants to be creative. Einfach noch ein paar schöne weitere Just Bilder. A few more beautiful images. Das ist ein echt schöner Sonnenuntergang. That's a really beautiful sunset. Die frühesten Zeugnisse, die wir von Menschen überhaupt haben. Das früheste Zeugnis, das von Menschen je gefunden hat. The first evidence or testimony of a human ever found. Das war nicht, keine Ahnung, ein Spaten. That wasn't a spade. Das ist so das früheste, was wir haben. But that's the earliest creation that we find of a human. Irgendwie 35.000 vor Christus oder was? 35.000 years before Christ Jesus. Haben Menschen schon Kunst produziert? Humans created art back then. Und es ist erschütternd, dass man Christen erklären muss, warum das Schöne wichtig ist. And it's horrifying that we actually have to explain to Christians why the beautiful is important. Jetzt sagt ihr vielleicht, warum? Ist doch überhaupt nicht so. And then you might say, oh no, that's not what it's like. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem Freund von mir, die für mich ein Eye-Opener, ein erhellendes, ein lebensveränderndes Erlebnis war. I'm going to tell you one story of a friend of mine that was such an eye-opener to me. It changed my life. Weil es geht nicht nur um Kunst. Because it's not just about art. Das war jemand, der in der Restaurant- und Hotel-Business war.
So he was in the hotel scene and gastro scene. Unter so ganz reichen und schönen und so. Restaurants and hotels with the rich and the famous. Und irgendwann war von diesem Lifestyle so angepisst, nur Champagner und Kokain den ganzen Tag. And he was so done with the lifestyle of champagne and cocaine all day long. Dass er sich bekehrt hat. That he turned to Jesus and gave his life. Etwa vor fünf Jahren etwa. About 5 years ago. Und dann ist es so ein Jahr lang auf jede christliche Konferenz und Seminarhäuser und alles Mögliche ist er hingefahren. And for a year he went to just about every Christian conference, every Christian workshop. Und es waren gute Sachen. And it was good stuff. Und er hat mich angesprochen. Einmal hat gesagt, Johannes, ich habe ein bisschen eine Krise. And he asked me one day and said, Johannes, I've got a bit of a crisis going on. Und zwar, ich bin jetzt in euren ganzen Seminarhäusern gewesen. So I've been to all the seminars. Euren Konferenzen. Been to all the conferences. Und ich bin aber immer noch in Kontakt mit meinen Freunden von früher. But I'm still in contact with my friends from, you know, my other life. Und die machen jetzt, der eine hat ein Restaurant eröffnet in der Karibik irgendwo. And the one guy actually opened up a restaurant in the Caribbean. Der andere arbeitet in einem ganz tollen Hotel in Berlin. The other one's working in a really good hotel in Berlin. Und der andere hat eine Bar irgendwo. And the other friend of mine, he's got a bar somewhere. Und er sagt, weißt du, das Leben von denen ist total leer. But you know, my friend told me, their life is so empty. Aber alles, was sie machen, ist schön. But everything they do is beautiful. Wenn die eine Bar machen, die machen eine richtig tolle Bar. So when they set up a new bar, it's amazing. Das Hotel ist super Personal. The hotel has amazing staff. Tolles Essen. Great food. Dann sagt er, dann komme ich in eure christlichen Häuser. And then he told me, you know, I come into your Christian houses. Und ihr sprecht über Gott und über die Schönheit und alles Mögliche. And you speak about God and the beauty of it. Und sagt er, habt ihr so grauen Laminatboden. But then you've got this grey floor tilings. Und so geblümte beige Tapete. And sand-colored tapestries. Das Essen ist nicht gut. The food is not good. Das Personal ist nicht freundlich. The staff is not friendly. Und dann ist es nicht mal billig. And then it's not even cheap. Also, was stimmt nicht mit euch? So what's wrong with you? Und ich lache jetzt drüber. And now I can laugh about it. Aber ich lache mit einem Beben. Aber ich lache mit einem Beben. But I laugh, but it gets to me. Weil es ist eigentlich nicht witzig. Because it's not funny. Aber es ist die Realität. But it's reality. Ich habe gesagt, dass ich ein bisschen ablästern muss. I told you I might say a few mean things along the way. Ihr habt die Bilder gesehen von der Konferenz vorher. You saw the pictures of our conference earlier. Ich sage euch was, ich arbeite mittlerweile lieber mit Nichtchristen. And I'm going to tell you something. By now I actually work with non-Christians. I like it a lot more working nicht, with them. Nicht, wenn es um Inhalte geht, überhaupt nicht. Not about when it comes to content. Aber wenn es um Exzellenz geht. But when we talk excellence in work. Wenn es um Design geht. About design. Habe ich oft erlebt, das ist eine christliche Veranstaltung, sagt der Christ zum anderen Christ. So, one Christian tells the other, oh yeah, it's a Christian thing, hey, yeah, a Christian yeah. conference. Ja, okay, das ist unter Brüdern. Yeah, you know, it's just with brothers, it's no. Als wir unseren ersten Gebetsraum eingerichtet haben. When we set up our first room of prayer. Kam jemand zu uns und hat gesagt, Johannes, ihr habt diesen neuen Gebetsraum. Somebody came to us and said, Johannes, you've got this new room there. Ich will euch was schenken. I want to gift you something. Ich habe für euch eine Sofagarnitur. I've got this couch for you. Die verwenden wir nicht mehr. We don't use it anymore. Wir haben sie neu gekauft. We bought it new. Aber die ist noch okay. But well, no, we use it, but now we don't, and it's still okay. Wäre doch gut für euch im Gebetsraum. You know, it would so work for your room. Und ein anderer hat gesagt, hey, wir haben diese Soundanlage. And another guy said, we've got this PA system. Die war im Jugendraum unserer Gemeinde. It used to be our youth room in our church. Wir haben jetzt eine neue. And we've exchanged that for a new one. Aber die geht noch. But it still works. Würden wir euch gerne schenken. We'd love to give that to you. Und ich habe gesagt, oh, ist das aber nett. And I said, oh, thank you, so lovely. Du willst also die Couch. So you want that couch. Wo dein eigener Popo dir zu schade ist, noch drauf zu sitzen. Where your own butt doesn't want to sit on anymore. Aber denkst du, fürs Haus des Herrn ist es noch okay? But you think for the house of the Lord it's suitable? Oh, und du sagst, aber die Soundanlage, die du selber nicht mehr hören willst. And that PA system that you don't want to listen to anymore. Für das Lob des Herrn passt, ne? You want to use that for praising the Lord still? Es ist echt nett von dir. So, thank you, it's so lovely. Wir haben gerade eine neue Anlage für 13.000 Euro gekauft. We just bought a new PA system for 13.000 Euros. Bist du bescheuert? Euer Gebetshaus ist voll klein. And people saying, oh, are you crazy? Your house of prayer is so small. Ich sagte, ja, aber wir haben wahnsinnig viele Leute, die zuhören. And then I said, well, but we've got a lot of people listening. Ja, das sind nur acht Leute.
And somebody said, but there's only 8 people there. Nein, du hast Hebräer 12:1 nie gelesen. Well, you never read Hebrews 12:1. Millionen von Engeln und Heilige um uns rum. Millions of angels and saints all around us. Und was wir tun, ist wirklich wichtig. And what we do is so important. Weil wir wirklich das Reich Gottes repräsentieren. Because we represent God's kingdom. Und dabei geht's nicht nur ums Gebetshaus jetzt. And it's not just about the house of prayer. Sondern wir als Christen tun das. But we as Christians, we represent him. Und ich glaube, der Grund, warum wir uns so schwer tun mit Schönheit, and I believe why we have such a hard time when it comes to beauty, hat nicht mit Geld zu tun. Doesn't have anything to do with money. Überhaupt, provokative These. Provocative thesis here. Nichts hat mit Geld zu tun. Nothing has to do with money. Alle Probleme, die mit Geld zu tun haben, haben ein tieferes Problem. All issues that have money as a problem actually have a deeper issue. Und die Situation vom Geld zeigt nur, was das eigentliche Problem ist. And the money issue only opens up what the actual problem is. Und ich glaube, wir haben ein ganz anderes Problem. I think we have a whole other problem. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum Ben mich gebeten hat, hier drüber zu sprechen. And I think that's the reason why Ben asked me to speak about it here. Wir denken so unfassbar klein. We think in such a small fashion. Wir denken von Gott so klein. We think of God in such a small way. Muss das unbedingt sein? Does that really need to be? Ein bisschen übertrieben. You know, it's a bit over the top. Ja, es ist auch ein bisschen übertrieben, 100 Millionen Art unterschiedliche Fische zu erschaffen. Yes, it is also over the top to create about 100 million different fish. Und weißt du, was auch ein bisschen übertrieben ist? And you know what's also over the top? Dich zu erschaffen. Creating you. Oder mich. Or me. Komplett überflüssig. Absolutely over the top exaggerated. Es gibt schon 7,5 Milliarden. There is already 7.5 billion people. Ich stelle mir das echt so vor. Honestly, that's what I think. Weißt du, Gott entwirft dich im Himmel. You know, imagine that. God creates you in heaven, designs you. Und dann kommt so ein Engel und sagt, ah, an angel comes along. Oh, so what you doing? Ah, ein weiterer Mensch. Yeah, creating another human. So, brauchst du ihn wirklich? Do you really need him? Jetzt, versteht mich nicht falsch. Don't misunderstand me. Gott braucht dich nicht. God doesn't need you. Das heißt aber nicht, dass er dich nicht mag. That doesn't mean that he doesn't like you. Im Gegenteil. And on the contrary. Ich habe das gelernt, ich bin seit 18 Jahren jetzt verheiratet. So, I've been married for 18 years. Und ich habe was von Frauen gelernt. And I learned something about women, from women. Manchmal besorgt man sich was, was man nicht braucht. Sometimes you get stuff that you don't necessarily need. Ich meine, wer braucht im technischen Sinne, wer braucht 14 Paar Schuhe? Who needs 14 pair of shoes? Ich muss da ganz vorsichtig sein, weil ich habe mehr Schuhe als meine Frau. I have to be really careful because I own more shoes than my wife. Oh, und ihr Männer, bevor ihr doch da hin. And before you guys go, oh yeah, 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 yeah. Ihr kauft euch andere Sachen. You buy other things. Männer kaufen sich Werkzeuge. Guys buy tools. Du musst mal Männer über Werkzeuge reden hören. Listen to men talk about tools. Ja, es muss genau die Kettensäge von Stihl sein. That's exactly that chainsaw from that company. Weil wenn ein Blitz einschlägt und der Baum auf unser Grundstück stürzt. That I need to have, because when we get hit by lightning and that tree falls onto our property. Da steht gar kein Baum, aber ist egal. There's no tree, but whatever. Dann brauchst du unbedingt die Stiefel. Then you will need this steel chainsaw. Und sie ist so schön. It's so pretty. Also, manchmal kauft man sich was einfach, weil es so schön ist. And sometimes we buy things just because they are pretty. Und ich habe rausgefunden, die Sachen lieben wir am meisten, die wir gar nicht brauchen. And I found out we love those things the most that we don't really need. Tatsächlich, was wäre denn Liebe, wenn es nur darum gehen würde, was ist nötig? What would love be if we only thought of what is necessary? Das ist, wenn ich meiner Frau Blumen kaufe. It's like when I buy flowers for my wife. Was ich tue. Which I do. Männer, wenn du länger als 14 Tage keine Blumen für deine Frau gekauft hast. Guys, if you haven't bought flowers for your wife in the last 14 days. Mach's. Do it. Und weißt du, wenn du, ja. Und wenn ich die Blumen überreiche. So, and when I give them to my wife. Und meine Frau sagt, das wäre nicht nötig gewesen. And my wife then says, oh, that was necessary. Weißt du, was ich dann sage? You know what I tell her? Stimmt. True. Jedes Geschenk hat das an sich. And every gift kind of has that. Das ist das, was Liebe tut. That's what love does. Liebe verschwendet. Love is exaggerating. It's wasteful. Das ist das, was die Sünderin getan hat. That's what the sinner did. Ihre Tränen und ihre Küsse und ihre Haare einfach über Jesus ausgegossen. With her tears and her kisses and her hair, she overwhelmed Jesus. Das ist das, was Maria von Bethanien gemacht hat. That's what Mary of Bethany did. Einfach Parfum, das ernst teuer war.
just ridiculously expensive perfume über Jesus ausgegossen. Just spilled it over him. Und das ist das, was Jesus selber getan hat am Kreuz. And that's what Jesus did on the cross himself. Er hat sein Blut vergossen. He shed his blood. Es gibt eine Theorie, ob es wirklich nötig war, dass Jesus am Kreuz starb. There's this theory that it was actually necessary that Jesus died on the cross. Und sagen manche, ja, Gott hätte auch anders vergeben können. Some people say God could have forgiven in a different way. Ich habe keine Ahnung. I don't know. Aber das ist, was Liebe tut. But that's what love does. Liebe zählt nicht. Love doesn't count. Liebe gießt sich aus. Love just shuts itself, pours itself out. Ihr Lieben, weißt du, warum wir Tag und Nacht beten? And you know why we pray 24/7? Weil es das ist, was Liebe tut. Because that's what love does. Weißt du, warum Missionare heute in Länder gehen, wo es total gefährlich ist? Why do missionaries nowadays go to countries that are so dangerous? Weil es das ist, was Liebe tut. Because that's what love does. Liebe schenkt sich. Love gifts itself. Liebe hält sich nicht zurück. It doesn't draw back. Weißt du, was meine Definition von Exzellenz ist? You know what my definition of excellence is? Exzellenz ist, wenn Liebe auf Materie trifft. Excellence is when love hits matter. Das Evangelium ist Inkarnation. The gospel is incarnation. Gott wird Mensch, wird Fleisch. God becomes flesh. Es ist immer leicht, wenn man so in der Theorie. It's easy in theory, you know? Aber du musst es sehen in irgendwas. But you have to see it in something. Es muss handgreiflich werden. It has, you know, you have to grasp it, be able to touch it. Ihr Lieben, das ist so ein Kampf. And you know, that's where the fight is all about. Weil eigentlich ist es ein Kampf um die Frage, wer Gott ist. Because it's a fight about the question who God is. Denn jedes Kunstwerk predigt. Because every piece of art preaches a message. Zu dem kommen wir nachher noch. We'll get to that later. Aber im letzten geht es um die Frage, ist Gott wirklich der, der er sagt? But in the end we ask the question, is God who he says he is? Und sind wir wirklich, wer er sagt, dass wir sind? And are we really who he says we are? Wir im Gebetshaus lesen momentan ganz viel diese Bibelstelle. In our house of prayer, we read this Bible verse quite a lot. Ihr kennt die wahrscheinlich, Jesaja 60. You probably know it in Isaiah 60. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerscharen, aber über dir geht strahlend der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Arise and shine, for your light has come and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you and his glory appears over you. Schau, das ist erst diese Schönheit Gottes. So we've got this beauty of God. Sondern heißt es, steh auf und werde Licht. But then it's arise, shine, become the light. It's like a Antwort. It's like a response. Eine Kooperation. It's a cooperation. Nicht nur zu sagen, ja, Gott ist wunderbar. Not just saying, oh, God is wonderful. Ja, wir sind halt immer nur so kleine graue Mäuse. And we're just those gray little mice. Sondern wir stehen auf und scheinen. But und we leuchten. Stand up, we shine. Schau mal. Du musst mal schauen, was Jesus mit Menschen macht. Look at what Jesus does with people. In Jesaja 61, wir sagen das ständig, dass Jesus gekommen ist, die blinden Augen zu öffnen und die Lahme gehen und frohe Botschaft zu verkünden und so weiter. In Isaiah 61, and we as Christians say that all the time, that Jesus, God has come to heal the sick and help the brokenhearted and let the blind see. Und das, was da auch steht. And you know what it also says there? To give them beauty for ashes, um ihnen Schönheit zu geben anstelle von Asche. Give them beauty for ashes. Das ist Teil der Sendung Jesu. That's part of the Jesus show. Das steht genauso wie die Verkündigung der frohen Botschaft. That's part of why he was sent. That's part of the gospel. Und das ist die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umging. And that's the way Jesus treated people. Das ist eine Frau, die 38 Jahre lang einen verkrümmten Rücken hat. This woman who had this crippled back for 38 years. Und Jesus richtet sie auf. And Jesus lets her stand up straight. Und er stellt Würde wieder her. And he restores worthiness, value. Es wird sogar noch wilder. And it gets even wilder. Besonders für euch Protestanten. Especially for you Protestants. Ich liebe euch. I love you. Aber weißt du, was Jesus macht, als er auf eine Party kommt, wo es kein Wein mehr gibt? But you know what Jesus does when he comes to a party where the wine has run out? Ich meine, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Think about that. Warst du je auf einer Party, wo aller Wein, der da war, weggetrunken war? Have you ever been to a party where all the wine was drunk, out, finished? Eine ernstzunehmende Party. That's a serious party then. Ich meine,
kleine exegetische Seitenbemerkung. Little exegetical side comment. Es ist interessant, dass der Wein erst ausgeht, nachdem Jesus mit den Jüngern gekommen ist. Aber it's funny that the wine only runs out after Jesus showed up with his disciples. Keine Theorie dazu. No theories for that, please. Aber auf jeden Fall kommt Jesus abends um 11 auf diese Party. Anyway, Jesus shows up 11 o'clock at night at the party. Und man könnte sagen, was bräuchten die jetzt? And you could ask, okay, what would these people then need? Eine Predigt. A preach. Oder vielleicht Flyer für die anonymen Alkoholiker. Maybe flyers for Alcoholics Anonymous. Jesus sagt, was diese Party braucht, ist Wein. But Jesus says, what this party needs is wine. Was ist ein Fest ohne Wein? What's a party without wine? Und dann, was macht Jesus? And what does Jesus do? Er schafft Traubensaft. Nein, sorry. He makes grape juice. Sorry. Nein. Und dann sagt Jesus, okay, jedem noch ein kleines Stückchen. He says, oh, well, a bit more. So ein kleines Stückchen Wein. Just a tiny sip of wine more. Es ist interessant, dass Johannes 1 beschreibt, Johannes 2 beschreibt, wie viel Wein Jesus erschaffen hat. In John 2, we read precisely how much wine Jesus created. Und zwar etwa 600 Liter. About 600 liters. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei eurer Hochzeit so waren. I don't know how many people were at your wedding. Das war, meiner waren etwa 100. And mine was about 100. Sagen wir mal, das war eine Riesenhochzeit. So let's say it was a huge wedding then. Sagen wir, es waren 400. Let's say it was 400 people there. Dann sagt Jesus, okay, die haben zwar allen Wein, der da war, schon weggetrunken. And Jesus says, okay, they finished all the wine they already had. Aber zwei Flaschen pro Person im Durchschnitt sollten noch drin sein. What about two bottles per person? That should be enough. Was? What? Jetzt, ich habe gesagt, ich werde ein paar Sachen sagen, die dich vielleicht irritieren. So I said, I was going to maybe say a few things that were going to irritate you. Aber offensichtlich ist in Jesus was extrem großzügig. Obviously, there is something so generous within Jesus. Es ist nicht nur, ja, es ist unbedingt nötig. Not to say, oh, what is absolutely necessary. Sondern sowas. Lass uns was Schönes, lass uns feiern. But more so, let's create something beautiful, let's celebrate. Und tatsächlich, du musst mal schauen, wie oft Jesus im Neuen Testament feiert. And actually, look at how often Jesus in the New Testament celebrates. Jesus feiert gern, sag ich mal. Jesus loves a good party. Hast du mal Genesis 1 gelesen? Have you ever read Genesis 1? Hast du gelesen, wie Gott die Sterne erschaffen hat? Read how God created the stars. Weißt du, wozu er sie erschaffen hat? Do you know why he created the stars? Zur Bestimmung von Festzeiten. So that festivals could be placed according to where the stars are. Genesis 1. And that is Genesis 1. Gott baut von Anfang an schon mal einen Grund für Partys. From the very beginning, God creates the foundation for all the parties we're going to have. Wenn irgendjemand Experte in Festen sein sollte. If there is anyone expert when it comes to festivities and festivals. Wir sollten es sein. We should be. Und dann bin ich auf diesen Christenpartys. And then I'm at these Christian parties. Apfelschorle. There is sparkling apple juice. Erdnussflips. There is peanut flips. So Servietten so lieblos hingelegt. You've got these napkins placed just whenever, however. Lass uns ein bisschen christlichen Pop hören. Let's listen to a bit of Christian pop music. Und dann erzählt jeder, was er vor seiner Bekehrung gerne getan hat. And then everybody shares what they did before they came to know Jesus. Entschuldigung, das kann's nicht sein. That really shouldn't and can't be it. Hey, lass uns feiern und Schönheit zurückbringen. Let's celebrate, let's restore beauty. Denn weißt du, was da steht? You know what it reads there? Hier steht, du darfst leuchten. It says, you may shine. Es heißt sogar, du sollst leuchten. It even says, you should shine. Du sollst leuchten. You should shine. Und ich find's entsetzlich. And I think it's horrible. Wir haben so eine christliche graue Mauskultur. We've got this grey mouse culture as Christians. Haben wir Diskussionen, ob ein Christ sich die Haare blau färben darf? Ist mir doch egal. Discussions about if a Christian is allowed to dye his hair blue. I don't care. Ich habe mir die auch grau gefärbt. I dyed them grey. Voll der Punk, was? I'm total punk here. Wirklich, du musst mal aufpassen. Really, like, be aware of that. Wenn einer anders ist. When one guy is different. Wie das gesamte Mittelmaß hat sich verschworen. How the entire kind of, you know, ordinary people cumulates around him. Und das ist echt tief. And that's low. Es gibt so ein
Uniformitätsdruck unter Christen. There is such a pressure to uniformity within Christians. Da geht's nicht nur um Style, auch. It's not just about style. It is, but not just. Aber auch wenn jemand besonders begabt ist oder ein starker Leiter ist. But even if somebody is very talented or a very strong leader. Der hat's richtig schwer unter Christen. He's got a tough life in the Christian community. Weil es hier dieses Dogma gibt, es muss uns allen gleich schlecht gehen. Because we've got this dogma, everybody needs to do bad in the same way. Ja, oder ja, niemand rausstechen. Nobody should stick his head out and be, you know, above. Das klingt für mich echt anders. That sounds very different to me. Steh auf, werde Licht. Arise, shine, become light. Lass dich sehen. Let yourself be seen. Ich habe das Gefühl, wenn jemand wirklich an Jesus dran ist, I feel like when somebody is really close to Jesus, wird er echter. He becomes more authentic, more real. Mehr er oder sie selbst. More themselves. Und auch anders. And even different. Die Welt macht eher alles gleich. The world is conforming everything to the same. Und ich finde es aber schlimm, dass manche christlichen Kulturen das auch tun. And I think it's so sad that some Christian cultures do that as well. Lass uns doch Leute ermutigen, wirklich aufzustehen und zu leuchten. Let's encourage people to stand up and shine. Das ist jetzt auf der individuellen Ebene. So that's on the individual level. Lass uns kurz auf unseren Auftrag als Kirche schauen. Let's just look at our commandment that we have as churches. Der Ort, wo ich aufgewachsen bin, da ist ein Benediktinerkloster. The place where I grew up, there was a Benedictine monastery there. Das ist 766 nach Christus gegründet worden. It was founded 766 AD. Wir beten seit 8 Jahren im Gebetshaus. And we in our house of prayer have been praying for 8 years. Die beten seit 1300 Jahren. They've been praying for 1300 years. Also, wenn ich stolz werde, dann schaue ich da mal hin. So. You know, if ever pride fills me, I look towards them. Und die haben eine Bibliothek. And they've got a library. Weißt du, wie die aussieht? You know what it looks like? Die sieht so aus. Like that. Das ist die Bibliothek dort. That's what it looks like. Frage. Question. Was sagt diese Architektur? What does this architecture tell you? Über Gott. About God. Was sagt sie über Bildung? What does it tell you about education? Was sagt sie über den Menschen? What does it tell you about humans, people? Dieses Ding ist eine ganze Predigt. This image is an entire preach. Sagt über das Reich Gottes was? It says so much about the kingdom of God. Über den Wert von Bildung. About the worth that there is in education. Über den Wert des Menschen. About the worth that humans have. Wie auch immer wir was bauen. However we build things. Kunst, die wir gestalten. However we create art. Ist eine Botschaft. Is a message. Das ist hier, jetzt kommen ein paar Bilder vom Mumok hier gleich ins Eck. And now a few pictures of the Mumok here around the corner in Vienna. Das ist ein Museum für moderne Kunst. Museum of Modern Art. Das sind moderne Kunstwerke. And that's modern art. Das ist ein modernes Kunstwerk. That's a modern piece of art. Das ist auch eine Predigt. That's also a preach. Ja? Und zwar, ich mache mich gar nicht lustig drüber. And I'm not being ridiculous about this. Sondern es zeigt, wo wir als Gesellschaft stehen. It just tells us where as a society we're standing. Jedes Kunstwerk predigt. Every piece of art preaches. Das ist ein anderes Kunstwerk aus dem Mumok. And that's another piece of art from the Mumok. Und moderne Kunst wird immer weniger fähig, das Schöne zu transportieren. And modern art loses its ability to transport beauty. Das ist ein viel gefeiertes, sehr teures Kunstwerk. This is a very expensive and very acclaimed piece of art. Jetzt ein paar Jahre erst alt. And it's only a few years old. Ich würde nicht mal sagen, dass es schlechte Kunst ist. I wouldn't even say it's bad art. Aber sie predigt was. But it preaches something. Was absolut anderes als something diese Klosterbibliothek. Very different than this library. Ich möchte es einfach nur als Seitenbemerkung machen. Just as an aside here. Wir sprechen hier auch am Awakening Europe viel über Mission. Here at Awakening Europe, we talk a lot about missions. Und rausgehen auf die Straße. About outreach, going out on the streets. Das ist wichtig. And that's important. Das ist sogar extrem wichtig. Really important. Und Menschen, die sagen, ich hab eine Sehnsucht, eine Kirche zu starten, zum Beispiel, zu predigen. And people have this desire to start a church, to preach. Ich sage einfach nur, wir brauchen genauso Designer. But the thing is, we also need designers. Wir brauchen Künstler. We need artists. Wir brauchen Architekten. We need architects. Wir brauchen Musiker. We need musicians. Wir brauchen Journalisten. Journalists. Leute, die Blogs schreiben. Bloggers. YouTuber. YouTubers. Leute, die den öffentlichen Raum gestalten. People who create society.
Denn Leute sehen nicht, was in deinem Herzen ist. Because people don't see what's in your heart. Sie sehen nur, wenn es sich inkarniert. They just see when it incarnates into something. Wenn Liebe auf Materie trifft. When love hits matter. Sagen uns unsere säkularen Dienstleister auf der Konferenz. And our secular, you know, staff here at the conference. Backstage. Sagen einfach, boah, ich habe mit Glaube nichts am Hut. They tell us often, you know, oh, I've got nothing to do with faith and believing. Aber ihr macht das alles wahnsinnig gut. But you're doing a really good job at what you're doing. Da muss was dahinter sein. Something's got to be there. Deswegen haben wir regelmäßig Fachmagazine, die wir unsere Sachen schreiben. That's why we have so many journals that will write about what we do. Wie sagt man Fachmagazine? Journal. Exactly. Yeah, with, you know, a specific theme, like journals with a specific scientific or other theme. Vor 2 Jahren zum Beispiel hatten wir ein Light and Sound Pro, hieß es, glaube ich. 2 years ago. A production partner. This magazine, production partner. Also die sind spezialisiert für Veranstaltungsmanagement. They're specialized on event management. Wir haben, glaube ich, einen 10- oder 12-seitigen Bericht über unsere Konferenz geschrieben. And that magazine put a 10- or 12-page article in their magazine about our conference. Nicht, weil wir Jesus lieben. Not because we love Jesus. Sondern weil sie gesagt haben, rein technisch ist es etwa das Fetteste, was sie je gesehen haben. But because they said, on a technical perspective, it's the biggest thing they've seen. Ja, die haben seitenweise nur geschrieben, wie wir die Kabel und digitalen Zeug kennen. Pages about how we did the cable work, the digital stuff. Und dann kamen so kleine Bemerkungen rein. And then there were those little comments, you know. Dass sie die Techniker interviewt haben. And they were doing interviews with the tech guys. Und die sagen dann so Sachen wie. And they then said. Dass ein völlig anderes Klima hier herrscht. You know, there is such a different climate when you come in. Dass die Menschen so friedlich sind. The people are so peaceful. Die finden das wegen noch nicht automatisch zu Jesus. That's not the automatic way to Jesus for them. Manche schon. Some do. Aber es ist die Sprache, die sie verstehen. But it's the language they understand. Und ich glaube, unsere Gesellschaft versteht die Sprache von Schönheit sogar besser als je zuvor. And I think our society understands the language of beauty better than ever before. Muss dir die jungen Leute einfach mal anschauen. Look at young people today. Posten ständig was auf Instagram. They post something on Instagram. Machen noch einen Filter drauf, dass die Haut ein bisschen gebräunter aussieht. Put a filter on for a better tan. Das ist witzig. Ich habe einen Instagram-Filter für Männer gesehen. So funny. I saw this Instagram filter for guys, for men. Wo du dir Tattoos drauf machen kannst. Where you could actually have fake tattoos. Und du kannst dir fake Sixpacks machen. And a fake Sixpack. Ich hab's nur sofort geholt. Of course, I downloaded that. Obviously. Und nein, Witz. No. Wir leben in einer Kultur, die absolut empfänglich für das Ästhetische ist. We live in a society, in a culture that's so open for aesthetically pleasing things. Und sag nicht, Ästhetik ist nur was Äußerliches. And don't say that's just something outwardly. Das ist genauso wie wenn ich sagen würde, deiner Frau Blumen bringen, ist nur was Äußerliches. It's just like saying giving flowers to your wife is something outwardly. Es kann was Äußeres sein. Can be. Aber es ist genauso der natürliche Ausdruck, wenn dein Herz liebt. But it's such a natural expression of when your heart loves. Wie kannst du selber kreativer werden? How can you yourself become more creative? Ich möchte euch 3 Kreativitätskiller vorstellen. I want to present to you 3 creativity killers. Und dann 4 Tipps, wie du in Kreativität wachsen kannst. And then 4 tips on how to grow in creativity. 3 creativity killers. So 3 creativity killers. Gehirnforscher haben untersucht. Brain scientists have done research. Was ein Mensch braucht, um kreativ zu sein. What a person needs to be creative. Und weißt du, was sie herausgefunden haben? And you know what they found? Sie brauchen im Wesentlichen das. They mainly need this. A blank space. Eine Eine leere Fläche. A blank space. Also wenn du Freiraum hast, ist das Normale, dass Menschen anfangen, was drauf zu malen. An empty space, it is just natural for a person to then create something. Oder du faltest es. Oder maybe you fold it. So. Und wenn dein Gehirn Freiraum hat, and when your brain has this vast empty space, dann ist es das Normale, dass du anfängst, dass dir was einfällt. It is just so natural that you will get ideas then. Und das heißt, die wichtigsten Kreativitätskiller. And that means the biggest creativity killers sind einfach die verhindern, dass du je zu einem blank space kommst. Are things that will prevent you from getting that blank space. Und das ist nichts Kleines. And that's not a small thing. Jesus bringt in einem Gleichnis, er sagt, wenn Gott einen guten Samen in dein Herz sät. There's a parable that Jesus tells and it says, when God sows a good seed in your heart, kommt anderes Zeug dazu. Other stuff will be added to it. Und hindert das Wachstum.
and will hinder growth. Und es trifft auf alles in deinem Leben zu. And that really applies to everything in your life. Erste Kreativitätskiller sind einfach Ablenkungen. So first creativity killer is distraction. Einfach zu viel Zeug. Just too much stuff. Und ihr wisst natürlich, dass in unserer Gesellschaft das immer massiver wird. And obviously you know that in our society is drastically increasing. Ich selber verwende sehr viel Social Media. I'm a big social media guy, love it. Ich glaube, wir sollten es auch verwenden. And I think we should use it. Ich hatte jetzt 4 Monate, wo ich nicht auf Social Media war. And I just did a 4-month social media fast or didn't do it for 4 months. Also alles vom Handy gelöscht. Deleted all the stuff off my phone. Ich habe gemerkt, es hat mir gut getan. And I realized it was good for me. Ich reise ganz viel. And I travel quite extensively. Und ich habe viel Output. And there is a lot of output out of my life. Ich schreibe Sachen und predige. And I write stuff and I preach. Aber ich verbringe die meisten Vormittage alleine mit dem Herrn. But the most mornings I spend alone with God. Entweder in meinem eigenen Büro oder im Gebetsraum. Either in my office or in our house of prayer. Oder im Wald. Or in the forest. Und nicht eine halbe Stunde, sondern 3-4 Stunden. Not just half an hour, but 3 or 4 hours. Ich könnte sonst nicht leben. I couldn't live otherwise. Ich sage nicht, dass du das tun musst. And I'm not saying that you have to do the same. Wenn du 20 Minuten machst, das ist schon viel. 20 minutes, that's great, that's a lot. Aber bau dir Freiraum ins Leben ein. But create empty space in your life. Wo du Gott begegnen kannst. Where you can encounter God. Aber nicht religiös ausgestresst. But not in a religiously stressed out way. Dass du jetzt Gott noch was beweisen musst oder irgendwie. That you've got to prove anything to God. Nee, wo du einfach da bist. No, just be there. Wo du ein paar Ablenkungen ausschaltest. Just cancel a few distractions. Wenn du das nicht gewohnt bist, ist das relativ schwierig. When you're not used to that, it's quite hard. Du musst mit äußeren Sachen anfangen. You're gonna help with outward things. Also wirklich das Handy nicht mit reinnehmen. Actually not take the phone in with you. Eine feste Zeit einplanen. Have a set time when you do it. Zu schweigen, mal keine Musik. Be quiet, no music. Einfach mal ausprobieren. Just try it. Allein das wird ein Teil von deinen Creativity Killers schon besiegen. That would, you know, give you a victory over some of your creativity killers right away. Ein zweiter Kreativitätskiller ist Vergleichen, und damit meine ich Vergleichen mit anderen. The second creativity killer is comparison to others. Das musst du dir abgewöhnen. You really have to get over that. Get rid of it. Jeder Künstler, jeder Kreative kennt Selbstzweifel. Every artist, every creative knows to have those self-doubts. Ich hatte gestern die Gelegenheit, einen ganz berühmten, weltbekannten Künstler zu treffen. Yesterday I had this opportunity to meet a world-renowned artist. Und er hat mir erzählt, wie oft er von Selbstzweifeln geplagt ist. And he told me how often the self-doubt plagues him. Das kann nicht sein, das du doch nicht. And I thought, oh, it can't be. Jemand, der seit Jahrzehnten absolut Weltspitze ist. I'm sure that doesn't happen to you. For decades, he's been on top of what he does. Jeder Sportler kennt es. And every sports person knows it. Jeder Künstler kennt es. Yeah, every artist knows that. Und es gibt da keinen Weg drumherum. And there is no detour around it. There's no way. Steh auf, werde Licht. Stand up, arise and shine. Das kann keiner für dich tun. Nobody can do that for you. Da musst du deinen Weg finden. You have to find your way. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Stop comparing yourself to others. Und schließlich das letzte. And the third creativity killer. Ist falsche Theologie. Is wrong theology. Ich habe schon vieles über das hier gesprochen, deswegen mache ich nicht mehr viel. And I've said a lot about this already. I'm not going to say too much more. Aber sobald du anfängst, in der christlichen Welt wirklich aufzustehen für Kreativität, as soon as you start standing up in the Christian realm about the theme of creativity, wirst du merken, was für eigenartige theologische Gedanken viele Christen haben. You will find that a lot of Christians have the weirdest theological thoughts about it. Total angstbesetzt. Very fearful. Nichts falsch machen. I don't want to do anything wrong. Oder so, dass Gott eigentlich klein und arm ist. And God becomes very poor and very small. Oder dass er mich klein halten will. Or that he wants to keep you small. Nein. Nein. Oder diese komischen Sachen, wie wenn jemand zu groß wird, dann wird Gott die Ehre weggenommen oder so. Strange things that when someone gets too big, God doesn't get the honor and the glory. Ich sag dir mal was. Let me tell you something. Du kannst ganz schön groß werden, bis du in Konkurrenz mit Gott. You can get pretty big before you're
ist wie die Ameise. Before you intimidate God. Wie die Ameise, die sagt, boah, wenn zwei Ameisen aufeinander steigen, wird's fürs Empire State Building aber schon schwierig. You've got the ant and the second ant, and when they get on top of each other, oh my, the Empire State Building really has a problem now. Ja, und so gehen wir dann auch miteinander um, so komisch. And that's how we treat each other. Ja, also nicht zu viel applaudieren, dann wird Not der stolz. Too much applause, because they'll be filled with pride. Ja, aber wenn jemand so erfolgreich ist, dann ist er stolz. Because when someone is so successful, it has to be pride. Weißt du was? Ich kenne ein paar Leute, die absolut gar nicht erfolgreich und trotzdem sehr stolz sind. You know, I know a few people who are absolutely not successful and very proud. Ja, Stolz schaffen viele Leute auch komplett ohne Erfolg. Pride is something you can do without being successful. No problem. Hat nicht so viel mit dem Äußeren zu tun. Doesn't have anything to do with what's happening. Und dann spielt jemand Gitarre. And somebody plays the guitar. Und sagt jemand, oh, du hast aber schön Gitarre gespielt. And says, oh, that was really nice. Well played. Hör auf. Oh no. No. Das war Jesus in mir. That was Jesus in me. Nö. Nope. Der hätte noch viel besser gespielt. He actually played better. Wie die Prediger, die sagen, ja, ich habe ihn nicht vorbereitet, ich lasse den Heiligen Geist. Ja, ja, ja. Or preachers that say, oh, I didn't prepare, I just let the Holy Spirit flow. Yeah. Kommt nur so viel Schlechtes raus und ich denke, der Heilige Geist wird viel besser predigen. Yeah, I'm just thinking the Holy Spirit will preach a better message. Wenn jemand das schön macht, applaudier. When somebody does something beautiful, give an applause. Wenn jemand dich lobt, sag Danke. When somebody tells you you've done something well, say thank you. Spare den religiösen Unsinn mit diesen Leuten. Leave out the religious, you know, stuff. Die sagen, ich hab's nur für den Herrn getan. The answer's like, oh, I just did it for the Lord. Ja, weißt du, woran du das merkst? Yes, but you know how you see that somebody did that? Das nächste Mal, wenn dir keiner applaudiert. Next time, when nobody gives you any applause. Wenn jemand sagt, das war bescheuert. When somebody tells you that was stupid. Und wenn dein Herz dann in Frieden bleibt. When your heart has peace in that moment. Und sagst, Jesus, ich hab's nicht für den Applaus getan, sondern für dich. And you can say, Lord, I didn't do it for the applause, I did it for you. Und kannst du dich das nächste Mal auch am Applaus freuen? Then you can rejoice in the applause next time. Paulus sagt, ich bin an beides gewöhnt. Paul says, I know both things. Überfluss und Armut. Plenty and poverty. Und wenn du dich traust aufzustehen, wirst du beides erfahren. And when you dare standing up out of the crowd, you'll experience both. Manche werden dich lieben, manche werden dich hassen. Some will love you, some will hate you. Warum sollte es dem Jünger anders ergehen als dem Meister? Why should the disciple have it any different than the master? Das war bei Jesus genauso. It was the same with Jesus. Ich finde Bill Johnson wunderbar und was er immer sagt. Bill Johnson says something great. If you live by the praise of people, you're gonna die by their criticism. Wenn du auf dem Lobpreis der Menschen lebst, wirst du auch in ihrer Kritik sterben. Wenn du dich vom Applaus ernährst, so if you just feed on applause, wird die Kritik dich umbringen. Criticism will kill you. Das Tolle ist, es geht andersrum auch. And the thing is, it works the other way around as well. Wenn du dich nicht vom Applaus ernährst, if you don't feed off applause, dann kratzt es immer noch ein bisschen an deinem Ego, wenn jemand böse ist. Maybe criticism will scratch your ego here and there. Aber es ist nicht so schlimm. But it's not that bad. Okay, wie kannst du kreativ leben? So how can you live creatively? Ich versuche das in 3 Minuten zu beenden. I'll do that in 3 minutes, I'll try. Kreativ leben für Anfänger. Live creatively for, well, for beginners. Das erste habe ich eh schon gesagt. The first thing I've already said. Bau dir Freiraum. Create space. Du brauchst einfach nur Zeit dafür. You just need time for that. Egal was es ist. No matter what it is. Du brauchst blank space dafür. You need blank space to do it. Ich glaube absolut, dass alle Fruchtbarkeit im geistlichen Leben mit Gebet zu tun hat. I believe that all fruitfulness in the spiritual realm has to do with prayer. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Prayer is not everything, but everything is nothing without prayer. Und es trifft auch fürs kreative Leben zu. And that's especially true for our creative lives. Das zweite, lern dein Handwerk. The second part of living creatively is learn your craft. Gibt zu viele junge Leute, die dafür einfach zu faul sind. Too many young people that are just too lazy to do that. Und die denken einfach nur, weil es mein kreativer Ausdruck ist und es kommt tief aus mir raus. They think just because it's my creative outlet and it comes out of the depths of me. Deswegen ist es schon große Kunst. That it's big art just was, because of that. Was auch tief aus deinem Innen kommt. But you know what also comes deep within the depths of you? Ein Pups. A fart. Ist trotzdem keine große Kunst. It's not big art.
Wir leben in einer Zeit von Authentizität. Es muss alles total authentisch sein. We live in this time of authenticity. Everything has to be authentic. Es ist gut, authentisch zu sein. It's great to be authentic. Aber wir müssen auch unser Handwerk lernen. But we need to learn our craft. Und das machst du, indem du von den Besten lernst. And you do that by learning from the best. Ich nenne es mal stetig bester Input. Continually get great input. Geh ins Museum. Go into a museum. Hör dir richtig gute Musik an. Listen to really good music. Die besten Grafikdesigner, die du kennenlernen kannst. Get to meet the best graphic designers that you can. Du wirst zu Nichtchristen gehen müssen dafür. And you will have to go to non-Christians to do that. Und das ist gut so. And that's great. Ja, ich muss aufhören. I have to stop now. Letzter Satz von jemand, den ich ganz toll finde. Last quote from somebody I find really great. Ist jemand, der in der Handlettering-Szene ganz berühmt ist, Stefan Kunz. And that's Stefan Kunz, who does typography. Und der hat einen Satz. And he has this one line. Der heißt, create something today, even if it sucks. Schaffe heute etwas, auch wenn es schlecht ist. Ja, ich kürze mal ab. Create something today, even if it sucks. Schaffe heute etwas, auch wenn es schlecht ist. Also er sagt, mach lieber irgendwas, auch wenn es totaler Mist ist. Just do something, even if it's crap. Als dass du dich von der Angst steuern lässt. Rather than let fear not let you not do it.